Willkommen zurück zu einem neuen kurzen Event-Video von mir. Dieses Mal soll es um das Sommer-Event gehen und ich werde euch wie immer nicht das Event vorstellen, sondern nur ein paar kurze Tipps geben, wie man am besten anfängt im Event und wie man das am besten behandelt. Dazu scrollen wir mal hier runter auf das Fenster, wo im Prinzip das Sommer-Event angezeigt wird. Und vorneweg muss ich sagen, dass dieses Event von mir den Beinamen bekommen hat, das asoziale Event. Denn es ist hier nämlich Folgendes der Fall: Ihr teilt euch die ganzen Preise mit der Nachbarschaft. Und es ist somit möglich, dem Nachbarn, der hier gerade zum Beispiel auf diesen goldenen Preis spielt, diesen goldenen Preis direkt vor der Nase wegzuschnappen. Und genau das ist die effektivste Spielmechanik hier beim Sommer-Event, das asoziale Event. Wenn ihr das Sommer-Event spielt, würde ich euch empfehlen, sammelt euch erstmal über die Questreihe so ein paar Dublonen zusammen. Also nicht nur drei wie hier, sondern am besten so 10 bis 20 Stück. Und dann nehmt ihr euch Zeit. Ihr nehmt euch Zeit und macht in diesem Event nichts. Und zwar so lange, bis einer euer Nachbarn am Rad gedreht hat und ihr selbst einen goldenen Preis seht. Wenn ihr also auf das Eventfenster geht und ihr seht nichts, was euch interessiert, macht ihr auch nichts. Ihr schließt das Eventfenster wieder oder ihr lasst es offen und wartet und schaut einfach mal, dreht einer euren Nachbarn am Rad und versucht selber irgendwie einen attraktiven Preis zu erspielen. Und dann schaut ihr drauf und schaut, ob ihr einen Preis habt, den ihr haben wollt. Und in dem Moment, wenn ein Preis, ein goldener Preis kommt, den ihr haben wollt, wie zum Beispiel hier dieses Erweiterungskit für das Hauptgebäude, dann geht ihr mit rein. Dann schaut ihr vielleicht noch, dass der Nachbar ein bisschen die anderen Preise runterspielt. Vielleicht nimmt er hier so ein Motivationskit, dann macht er hier das Fenster vielleicht leer, kriegt noch ein paar Forge-Punkte, die beiden silbernen Preise sind weg und am Ende ist nur noch so ein bisschen was übrig und der goldene Preis. Und dann geht ihr voll mit rein und versucht selbst den goldenen Preis vor der Nase eures Nachbarn wegzuschnappen. Das heißt, ihr dreht selbst dann am Rad, also Spin, was auf Deutsch hier wahrscheinlich Drehen sein wird, dieser Knopf. Und direkt im Anschluss, wenn der Knopf wieder drückbar wird, steht dann hier Stopp und ihr drückt auf Stopp, damit das Rad möglichst schnell gestoppt wird. Manche wissen das nicht und lassen das so lange laufen und lassen sich dadurch natürlich mit dem Drehen mehr Zeit als ihr in dem Moment. Also wenn das hier schon runtergespielt ist, dann lasst euch keine Zeit, sondern spielt so schnell wie möglich. Drehen, Stopp, drehen, Stopp, drehen, Stopp. Und zwar so lange, bis ihr den Preis habt. Vielleicht noch eine Anmerkung. Dieses Stoppdrücken ändert überhaupt nichts an dem Preis, den ihr zugeteilt bekommt. In dem Moment, wo ihr auf Drehen drückt, steht euer Preis fest. Ganz unabhängig davon, wann ihr Stopp drückt. Das Einzige, was passiert ist, wenn ihr Stopp drückt, hört dieses Rad früher auf zu drehen und ihr könnt schneller wieder Start drücken. Und darum geht es auch nur, dass ihr möglichst schnell den Preis bekommt, den ihr wollt. Und wenn ihr ihn habt, dann macht ihr nichts mehr. Dann lasst ihr alles stehen und liegen und geht wieder in den Modus über: Euch interessiert das Event nicht, und zwar so lange, bis einer eurer Nachbarn wieder am Rad dreht und ein Preis erscheint, den ihr wollt. Das ist der effektivste Weg, euch möglichst gute Preise für die Dublonen zu sichern. Ja, es ist gemein, es ist, wie gesagt, das asoziale Event, aber es ist der Weg, wo ihr am besten mitfahrt. Das ist auch schon alles, was ich euch mitgeben würde als Empfehlung für dieses Event. Ich wünsche euch viel Glück dabei, die goldenen Preise zu erdrehen und sonst viel Spaß beim Event. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, denn ich weiß, dass die meisten meiner Zuschauer das bisher noch nicht getan haben. Aber vielleicht ist ja auch das Video, was darauf folgt, wieder was für euch und das seht ihr dann sofort, wenn ihr den Kanal abonniert habt. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao!